Seitdem ich meine letzte eine Woche im Fake-Urlaub-Video hochgeladen habe, habe ich mal wieder richtig Bock bekommen, was richtig Dummes und Banales zu faken. Und in der Welt, in der wir gerade leben, umgeben von Fake-Social Media, wo jeder zweite Influencer irgendwelche Statistiken oder Likes fake, um die nächste beste Kooperation zu ergattern, habe ich mir einfach mal was ausgedacht und das Ganze übersprungen und mir selbst Kooperationen ausgedacht. Nur halt nicht mit mir, sondern mit anderen Influencern. Ich habe diese Influencer-Fake-Werbung in der Stadt aufgehangen und das ist passiert. Das Ganze hat auch schon Dave und Celix gemacht, das sind mega nice Videos geworden. Also Grüße gehen raus und let's go. Als allererstes musste ich mir natürlich Gedanken machen, welche beiden Influencer ich denn nehme. Und da sind mir auch schon zwei in den Sinn gekommen. Einmal ApoRed, der momentan mal wieder einen Hype hat wegen seinen TikToks auf TikTok, wo er ApoRed Burgies vorstellt. Okay Freunde, vertraut mir heute wieder die Apo, die Burgies ohne Triple Cheese. Leider, heute muss ich Double Cheese machen, ich hab leider... Und da dachte ich mir, was könnte ApoRed wohl machen? Er könnte eine Kooperation mit einer Fastfood-Kette machen. Da habe ich mich gefragt, was auf ein Plakat so raufkommt. Und auf unser erstes der Plakat von ApoRed, die ApoRed Burgies, kommt erstmal die ApoRed Burgies drauf, dann ApoRed und dann ein Burger. So Freunde, wir sind jetzt eine halbe Woche unter professionellen Druck. Das allererste Plakat ist auch schon fertig. Das ist das schöne ApoRed Burgies jetzt im Handel. Ich hoffe ApoRed, du nimmst mir das nicht übel, wenn du das irgendwie sehen solltest. Es ist alles nur ein Spaß und ich feiere die TikToks auf jeden Fall. Ey. Ja. Kennst du das Neueste vom Neuesten? Die ApoRed Burgies bei Burger King. Oh Gott, was ist das denn, Digga? Was hast du da bestellt, Digga? Das hab ich gerade ausgedruckt. Das ist der neue Burger. Der sieht aber nicht andersweise so gut aus, Junge. Der muss viel ranziger aussehen. Nee, das ist genau der. Der kommt ganz gefährlich, ja. Und da das nicht genug ist, habe ich mir überlegt, einen zweiten Influencer zu nehmen. Und zwar einen, den ich auch kenne. Und das ist der liebe Keanu. Und vielleicht könnte ja Keanu seine eigenen Kondome rausbringen. Hat ja Unge und Papa Platte auch schon gemacht. Ich habe die ganzen Keanu-Dome genannt und dafür auch schon ein Design gemacht. Und das Keanu-Kondome-Plakat, da habe ich mir ein bisschen was... Keanu-Dome. Keanu wird natürlich drauf sein mit den Kondomen und die sind jetzt im Handel. Ja, Freunde, Keanu-Dome könnt ihr natürlich nicht kaufen, aber Keanu hat seine eigenen Kondome rausgebracht. Okay, das zweite Plakat wird entnommen. Die Keanu-Dome. So, ich würde sagen, Plakat Nummer 2. Wunderschön. Und als allerletztes habe ich auch ein Plakat für mich gemacht. Für meinen Minecraft-Server. Das ist eigentlich kein Fake-Plakat, das ist sogar eigentlich echt. Hier beim dritten Plakat kommt ja mein Minecraft-Server. Und da habe ich mir das überlegt. Erstmal mich. Wunderschön, das Bruder haben wir gerade gemacht. Und dann Lostify.rec, dein Minecraft-Server, der beste Server der Welt. Spiel drauf. Das dritte Plakat ist ausgedruckt. Mein Minecraft-Server, Lostify.rec. Ich zeige es euch mal richtig. Das letzte Plakat. Dann haben wir auch alle Plakate. Die Fake-Werbung. Ja, mein Minecraft-Server. Dann stellt sich die Frage, wo könnte ich diese Bilder aufhängen? Ja klar, in der Stadt, aber... Wo in der Stadt? Freunde, wir sind jetzt an der Schildergasse, an dem meistbesuchten Ort in Köln momentan. Gerade es sind 4 Tage vor Weihnachten, es werden sehr viele Menschen hier sein, die unsere wunderschönen Plakate sehen werden. Wir sagen, let's go. Logischerweise haben wir das Bild von ApoRed Burgies dann bei Burger King aufgehangen, nicht bei Mac, es macht Sinn. Und das war auch der einfachste Part daran, weil da irgendwie so eine Schicht war, wo man halt nicht rausgucken konnte. Heißt, die Mitarbeiter haben das nicht gesehen, dass ich das da hingehangen habe. Und es war zur Primetime und es haben auch ein paar Menschen wahrscheinlich gesehen. Sie ist bei Burger King angekommen. So, der ApoRed Burgies sieht so fake aus, sieht so fake aus. Ich würde sagen, wir schauen später nochmal nach oder morgen, ob es noch da hängt. Aber wir hatten nicht nur ein Bild, sondern das zweite Bild von Keanu haben wir dann auch aufgehangen. Und wo könnte man eine Kondomwerbung aufhängen? Na klar, bei einem Drogeriemarkt. Also sind wir zu DM gesteppt und haben das da aufgehangen. Und das war ein bisschen trickier, weil wirklich einen Meter daneben die Kassiererin saß und das gesehen hat. Also haben wir so lange gewartet, bis die Kassiererin halt gerade nicht dahin geguckt hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für einen Schiss hatte in diesem Augenblick, dass sie mich erwischt und dass sie irgendwas sagen. Okay, Freunde, Plakat hängt, das hängt da vorne. Ich würde sagen, ich hab jetzt schon eine Story gemacht, die wir gleich auf TikTok posten können, als ein Fan-Account oder als ein Link-Account. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Content davor, dass wir im Internet verbreiten können. Ich guck mal morgen, ob sie noch hängt. Und dann sind einfach Passanten stehen geblieben und haben dann mich beobachtet, wie ich das tue und mich richtig komisch angeschaut. Und so ein kleiner Junge hat einfach nur so zu mir gemacht. Und wirklich eine Sekunde, nachdem wir das Bild aufgehangen haben, ist das erste Krasse passiert. Und zwar haben einfach zwei junge Mädchen einfach gestoppt vor dem Plakat und sich umgedreht. Und dann meinte die eine zu der anderen so, hey, das ist doch Keanu. Kennt ihr den? Kennt ihr den jungen Herrn? Kennt ihr den? Keanu? Ja, der bringt seine eigene Kondome raus. Ah ja, ach cool. Das cool. Plakat habe ich nicht gerade aufgehängt oder so. Und dann haben wir noch das letzte Lostify-Bild aufgehangen am Dom. Okay, Freunde, wir haben das letzte Plakat für heute. So,
Das letzte hängt auch von meinem Merch von Lustigpaper.net. Leute, das letzte Plakat ist da. Ich würde sagen, bin echt gespannt auf die Reactions. Und dann hängen hier drei Plakate da in der meistbesuchtesten Straße in ganz Köln und an Weihnachten. Und das heißt, das sind tausende von Menschen innerhalb von Stunden da vorbeigegangen. Wahrscheinlich sogar mehr. Und es haben safe richtig viele gesehen. So, jetzt hängen die Plakate da und jetzt müssen wir auch irgendwie darauf aufmerksam machen. Also habe ich genug Content produziert, um das auf TikTok, Instagram und zu posten, damit das so groß wie möglich wird. So, jetzt habe ich das allererste Ding auch gepostet mit Keanu, Kondomen drauf. Ich habe einfach einen Fake-Account auf TikTok erstellt, der Keanu und Nona Fanpage heißt und dann dieses TikTok gepostet. Und als zweites habe ich auch UpRedFan1725 hat dieses Video gepostet. Es ist einfach nur wunderbar. Ich hoffe, dass es morgen abgeht. Gleichzeitig habe ich ja noch zwei Fanpages von Keanu geschrieben auf Instagram und gefragt, wie die das posten können, so als hätten die das mitten in der Stadt gesehen. So, nachdem alles dann online war und alle Fanpages alles gepostet haben, bin ich am nächsten Tag wieder in die Stadt gefahren, um zu gucken, ob die Plakate noch hängen. Und ein Kumpel von mir war schon morgens da und das eine Plakat hing sogar morgens da noch. Und da war ich richtig gespannt, ob das noch da hängen wird. Oder ob das irgendein Zuschauer mitgenommen hat. Okay, Freunde, zweiter Tag. Ich schaue, ob das Plakat noch da hängt. Bin gespannt. Oh nein, es ist weg. Plakat Nummer 1 mit UpRed ist weg. Wie ihr seht, kein Plakat mehr. Aber ein Kumpel hat mir vorhin geschrieben, dass es heute Morgen noch da hängt. Schauen wir, ob das zweite Plakat noch da ist. Okay, Freunde, Spot Nummer 2. Ich bin gespannt, ob es noch da hängt. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube aber nicht mehr. Nein, es ist weg. Oh nö. Auch das zweite Bild ist weg. Das hing genau hier, Leute. Oh nö. Naja, sad. Also beide Plakate wurden abgehangen innerhalb von einem Tag, aber es haben safe richtig viele gesehen, sich gefragt, what the fuck, warum bringt ein Burger und der Kondome raus? Und dann nach 3 Tagen habe ich ja auch gecheckt, wie viral die TikToks gegangen sind. Und das für eine Aufmerksamkeit, das im Internet bekommen hat. Freunde, mittlerweile sind 3 Tage vergangen, nachdem ich es gepostet habe, beziehungsweise auf Instagram posten lassen habe von Fanpages. Weder beide TikToks noch die Postings hat Keanu irgendwie gesehen. Also das eine TikTok ist nicht viral gegangen, das andere TikTok von Keanu ist auch nicht viral gegangen. Und den Post, den ich Flash der Hund Fanpage gemacht hat, irgendwie auch nicht. Jetzt habe ich ja Keanu einfach WhatsApp diesen Post geschickt, in der Hoffnung, dass er irgendwie drauf reagiert. Aber dafür hat der Instagram Post einfach 2600 Likes. Das ist schon ziemlich lustig, dass halt so ein dummes Bild von Keanu so viele Likes bekommt. Und die Kommentare sind wunderbar. Das macht mir irgendwie Angst. Sehr viele Lachsmilies. Safe für ein Video. Ja. Welche Größe braucht er? Okay. Ganz viele Lachsmilies. Also eigentlich finden die Leute das halt ziemlich lustig, würde ich sagen. Und ja, also ich hoffe, dass Keanu jetzt darauf antwortet. Okay, Freunde, Eilmeldung. Keanu hat jetzt gepostet. Ja, du hast es scheinbar gesehen und hat jetzt eine Story gepostet mit, haha, wie geil. Ja, ihm gefällt sogar, what the fuck, hä? Ich dachte, er findet es richtig scheiße und richtig kacke, dass ich das gemacht habe. Aber er weiß nicht, dass ich es gemacht habe. Okay, Leute, ich würde sagen, es wird Zeit, Keanu aufzulösen, dass ich es war, diese wunderschönen Plakate, der schon aufgegangen hat. Wir FaceTime ihn jetzt mal. Yo, was geht? Ich bin gerade am Kochen, Bro, ja. Ich muss dir kurz was zeigen, okay? Moment, schau mal. Ich hab Fake-Werbung in der Stadt aufgehangen von dir. What the fuck, Digga? Ich dachte, das wäre diese Fanpage. Nein, das war ich. All in all kann man sagen, dass ich ein bisschen Pech hatte, dass es nicht von UpRed auf TikTok viral gegangen ist. Das wäre richtig krank gewesen, aber vielleicht geht es ja noch irgendwie viral irgendwann mal. Aber bis jetzt hat er leider nichts davon mitbekommen, beziehungsweise irgendwer. Aber das von Keanu hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein kostenloses Like da. Was? Lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement da und ein Like, um diese Videos zu supporten. Wenn ich mehr solche Videos machen soll, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und schreibt rein. Mach mehr solche Videos, wenn ich da nicht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!